Willkommen zurück zu Dawn of Man. Auch beim gröbsten Wetter sind unsere lieben Dorfbewohner glücklich. Man sieht es ihnen vielleicht nicht an, aber innerlich lachen und freuen sie sich sehr, sehr, dass sie hier in diesem Dorf leben dürfen. Und aktuell sieht es bei uns ganz gut aus. Das Essenslager ist proppevoll. Wir haben momentan den Frühling, der angebrochen ist. Und werden jetzt auf Spielgeschwindigkeit 8 hochgehen. Ich habe euch ja gesagt in der letzten Folge, werde euch mitteilen, ob wir hier in das neue Zeitalter wechseln. Und wir machen das jetzt in dieser Folge noch nicht. Also wenn er quasi darauf wartet, dass wir endlich wechseln, dann müsst ihr die Folge jetzt mal kurz überspringen. Ich würde es euch aber nicht raten. Ich habe das Gefühl, es passiert irgendetwas Großartiges. Ich kann euch noch nicht genau sagen, was es ist. Aber ich habe das Gefühl, es passiert irgendetwas Großartiges. Und stellt euch mal vor, ihr würdet jetzt diese Folge zu dem Zeitpunkt stoppen und abwarten, bis die nächste Folge erscheint, beziehungsweise zum nächsten Video vorskippen. Und ihr würdet nicht erfahren, was jetzt hier passiert und ob hier was passiert. Und ihr würdet euch euer ganzes Leben lang fragen, habe ich einen Fehler gemacht? Tja, um das herauszufinden, müsst ihr natürlich jetzt hier zugucken. So, ich habe aktuell ehrlicherweise nichts geplant. Also wir werden weiterhin ein bisschen beobachten, werden gucken, wie sich das jetzt hier so einpendelt mit den Ressourcen. Wir haben ja ganz schön viel Stroh jetzt hier, obwohl der Winter gerade eben vorbei ging. Wir haben noch ein bisschen Fisch. Oh, wir wollten mal ganz kurz gucken, wegen der Fischsachen, ne? Sind jetzt wieder... Ach, Mist, habe ich verpasst. Wir hätten mal im Winter gucken müssen, wie hier der Stand ist. Ob man vielleicht nicht doch mal zwei Leute zum Fischen abstellt. Na gut. Ansonsten, ich würde ehrlicherweise mir gerne, weil ich nicht weiß, ob wir noch ganz viel Stein brauchen, aber wahrscheinlich schon, würde ich mal ganz gern, wahrscheinlich hier für die verstärkte Befestigung oder so, würde ich noch ein bisschen mehr so Steinlager hier machen. Ich glaube, wir planen das noch ganz kurz ein. Steinhaufen, wenn die noch irgendwo vielleicht Platz fänden, das wäre super, liebes Spiel. Okay, wir haben gar keinen Platz mehr für die Steinhaufen hier. Ach, schade. Ich wollte hier so einen schönen kleinen Steinbruch machen. Boah, hat sich erledigt. Wir könnten höchstens mal gucken, ob wir vielleicht das hier noch abreißen. Ich wollte gerade sagen, das wird eh nicht genutzt und schon schwupps wird hier ein Schlitten abgestellt, der schon ganz schön kaputt ist. Aber vielleicht passt hier noch irgendwo ein Steinlager her, dann würde ich nämlich auch die Limits bei Stein nochmal erhöhen. So, ich kann jetzt hier nur... Ah, kann ich denn hier dann auf 200% gehen? Ich kann nur auf unbegrenzt gehen. Wir machen mal auf die 150%. Was heißt denn 150? Für jeden Einwohner und darüber hinaus. Also hier würden wir jetzt auf 198 kommen. Mach mal 125. 165 Einheiten. Wir gucken mal. So, da ist auch schon ein Arbeitsgebiet erschöpft und der Aki ist verhungert. Oh, das große Arbeitsgebiet hier oben ist erschöpft. Zu wissen, der Aki ist hier oben verhungert, leider. Hier, wo beim letzten Mal im Winter auch ganz viele Leute gestorben sind. Ich glaube, zwei lagen hier noch. Na gut. Also, ich meine, vielleicht sind die Wege auch einfach zu lang. Aber die Leute müssten doch einfach dann frühzeitig nach Hause gehen, um sich was zu essen zu besorgen, oder? Die können doch nicht arbeiten bis zum Umfallen. Wer macht denn sowas? Das macht man doch nicht. So, ich sehe gerade, ich habe ja hier noch Platz. Ich hätte ja hier sogar noch Platz für Steine, Mensch. Da hätte man das hier gar nicht gebraucht, theoretisch. So, was wir aber brauchen, ist hier die Priorität auf die Lagerhäuser. Ach, und jetzt kommt ein Räuberangriff, echt. Der kommt aber auch immer zur passenden Unzeit hier. Erstmal die Tröte blasen. Bitte alle zurück. Hoffentlich werden hier meine Tiere nicht kaputt gemacht. Greifen die meine Tiere an? Ich hoffe nicht. Oh, ich hoffe nicht. Oh, bitte nicht. Kehre wurde von Räubern umgebracht. Wir brauchen noch einen Räuber, damit wir nochmal einen Wissenspunkt bekommen. Oh, shit. Die machen meine... Nein! Ah, okay. Ganz schlechte Lösung, dass wir dann hier die Transportposten haben. Oh, ich bin etwas angesäuert.
Man merkt es mir vielleicht nicht an, aber ich bin etwas angesäuert. Mein wertvoller Viehbestand wird hier dezimiert. So, Türen zu mal eben. So, wir haben wieder Wissenspunkte bekommen. Und den Räuberangriff abgewehrt. Ach, ich bin echt sauer jetzt. Wir haben jetzt bestimmt 2-3 Tiere verloren. Da müssen wir uns was überlegen. Also entweder wir packen alle Tiere hier innerhalb der Mauern rein oder ich packe hier nochmal extra eine Mauer außenrum. Dass wir hier vielleicht irgendwie nochmal außenrum gehen. Zumindest die Bereiche abgrenzen, die jetzt hier noch für die Tiere da sind. Also ich kann die Tiere ja nicht aktiv irgendwie zurückbringen dann, ne? Ich kann den Tieren ja keinen Befehl geben. Oh, ich habe schon sowas vermutet, ne? Aber... Ei, das ist natürlich... Das ist ja entsetzlich, Leute. Das ist ja entsetzlich. Nun gut, ich hätte gehofft, dass sie vielleicht kein Interesse haben am Getier, aber das ist leider nicht so. Oh, wir können hier Pferde kaufen. Bei niedriger Kommission. Super. Eieieiei. Na gut. Dann gucken wir mal, was ich dir hier anbieten kann. 300 Handelswert brauchen wir. Wir brauchen 300 Handelswert. Kann ich dir Bronze 10? Oh. Ich werde mal ein bisschen Bronze eintauschen, weil wir mit der Produktion sowieso nicht hinterherkommen. Bisschen Wolle noch. Wir bei 282. Und ein bisschen Fleisch. Uiuiuiui. Ja, seht ihr mal, wenn ihr jetzt geskippt hättet, dann hättet ihr diesen Angriff jetzt hier verpasst. Und meine Empörung. Guck ja an, ihr ist ein totes Tier. Ich glaube, eins hat es erwischt, oder? Ich glaube, ein I wurde Opfer des Räuberangriffs. Tja, jetzt bin ich am Überlegen, was wir machen. Wie wir da am besten gegensteuern könnten. Also was man machen könnte, ist, wir könnten hier eine Mauer außen rumziehen, so schräg bis hier rüber. Und vielleicht, dass wir das Feld hier lassen wir noch außen, aber hier irgendwie so durch. Den Flachs ein bisschen reduzieren, hier weiter bis hierher quasi. Frage, ob die hier oben rüber laufen können. Aber wahrscheinlich, hätte ich jetzt mal gesagt, nicht. Geht auf alle Fälle nichts. Weil das ist natürlich... Oder die zweite Möglichkeit, wie ich schon gerade eben gesagt habe, ist natürlich, dass wir alle Flüge oder alle Transportständer hier unten an die Mauer stellen. Ist auch gefährlich, wenn sie einmal durchbrechen. Dann könnte es hier natürlich auch der Fall sein, dass es schwierig wird. Aber das hast du ja hier vorne auch das Problem. Bin halt ehrlicherweise nicht so gewillt, jetzt nochmal die Mauer groß zu ziehen hier außenrum. Also ich hätte ja fast gesagt, dass wir das dann doch so machen, dass wir diese ganzen Transportständer hier quasi reinbringen. Dass hier so unser großer Bereich ist. In der Hoffnung, dass sie dann trotzdem halt nicht zu weit laufen müssen. Ich zeige euch mal ganz kurz, was ich meine. Da könnt ihr mir ja gerne eure Meinung dazu sagen. Das Problem wird nur ein bisschen sein, dass ich natürlich wieder die Aufnahmen vorne weg mache jetzt. Und dann nicht mehr so wirklich auf euch reagieren kann. Also quasi einmal so. Weil das halt möglich ist. Und dann drehen wir einfach um. Und dann auf der anderen Seite quasi nochmal. Die Frage ist, kann man hier festlegen, dass hier zum Beispiel nur Pflüge... Ah, man kann hier festlegen, dass zum Beispiel nur Pflüge gemacht werden. Das heißt, wir würden das dann hier nur auf Pflüge setzen. Hier vorne. Jetzt würde es wahrscheinlich sogar reichen, wenn wir es einfach nur das hier machen. Wenn wir hier vorne einfach die ganzen... Da passen ja zwei nebeneinander. Ne? Zwei Tiere passen hierher. Und wir können das gleich direkt festlegen. So.
Gut. Und was aber hier vorne natürlich bleiben könnte, wäre diese, ja, die Karren nicht, aber zumindest die Schlitten könnte man hier abstellen. Weil die Karren haben ja wieder die Esel mit dabei. Dann würde ich mal sagen, dann stellen wir mal hier nur die Schlitten ein. Dann brauchen wir die nicht abreißen. Und es sieht noch ein bisschen schön aus. Aber es wird dann wirklich nur für die Schlitten genutzt. So. Und dann bleibt unsere aktive Mauer, die so jetzt aufgestellt ist, die bleibt dann auch erstmal so. Gut, jetzt gucken wir mal ganz kurz hier vorne, wie es aussieht mit dem Ausbau. Lagerhaus hier. Wir hatten 3 Stück, ne, hier. Es fehlt an Holz, aber Holz wäre da. Es fehlt an Arbeitskräften wahrscheinlich. Oh, die Kuh ist hier einfach mal umgefallen, weil sie schon so viel Milch hat. Schön. Da kam jetzt eine Milcheinheit aus der Kuh heraus. Das heißt wahrscheinlich, dass die Kühe zwar die gleichen Einheiten geben wie die Ziegen, also einen Eimer zum Beispiel, aber den wahrscheinlich dann ein bisschen schneller. So, die Kupfermine ist erschöpft. Hier vorne das Lagerhaus wird aufgebaut. Sehr schön. So, dann können die Sachen gleich eingelagert werden. Passt. Puh, na gut. Man wird immer noch wieder vom Spiel ein bisschen überrascht. Aber das ist ja das Schöne. Und dann hoffe ich mal, dass wir das hier irgendwie hinbekommen. Die Tiere hier stehen immer noch. Das heißt, wahrscheinlich erst, wenn die dann irgendwann gebraucht werden, werden sie hier nicht mehr abgestellt. Kann halt sein, dass die Wege jetzt ein bisschen lang sind von hier dann hier raus auf die Felder. Aber ist mir ehrlicherweise lieber, wie wenn die dann hier vorne stehen. Wir hatten wahrscheinlich jetzt sogar ein bisschen Glück, dass nur ein oder zwei Tiere erledigt wurden. Ich glaube, wir hatten schon ein bisschen Glück jetzt. Gut, so. Dann gucken wir mal hier Steinhaufen. Ah, wir können mal gucken, ob hier der Steinhaufen noch Platz hat. Belastung zu hoch. Lagerhaus mal 5, ein Wissenspunkt. Ach, jetzt habe ich hier vorne abgerissen und leider kein Platz mehr für einen Steinhaufen. Sehr, sehr schade. Bin sehr enttäuscht. Ich werde das Spiel gleich deinstallieren und das Let's Play löschen. Ich habe extra hier abgerissen. Dann kann ich aber auch jetzt hier den Transportdings wieder hier herstellen, ne? Den Posten. Stellen wir den auch wieder hierher. Der passt hier wirklich her. Na gut. Wir werden mal hier die Pflüge rausnehmen. Wenn ich daran denke, überall dort, wo ich jetzt hier was sehe, nehmen wir mal die Pflüge raus. Kann man eigentlich irgendwie so... So. Pflüge raus. Dann hier oben. Pflüge raus. Wolfangriff. Boah. Ich glaube, wir müssen uns hier mittlerweile nicht mehr vor einem Wolfangriff fürchten. Diesmal, wenn ich mir den angucke, dann den Wolfsangriff, dann ist er schon wieder auch vorbei. So. Gut, also das sieht ja schon mal ganz praktisch aus. Oder wie meine Oma sagen würde, kommod. Sagt noch irgendjemand kommod von euch? Das sieht ja ganz kommod aus. Wir haben ein erwachsenes Weibchen. Oh, 3 Stück gleich. Mit 336. Ob ich mir das leisten kann. Wir können mal gucken, ob wir dir ein bisschen Bier verkaufen können. Aber Bier ist auch nicht unbedingt so viel da. Momentan habe ich auch das Gefühl, dass wir produktionsmäßig ein bisschen hinterherhinken. Also als würde ich mir nicht alles leisten können, was ich gerne möchte. Ich glaube, wir sparen uns mal den Einkauf der Pferde, Mensch. Ich habe aktuell... Ah, ich habe eh schon 20 Pferde. Ich habe ja schon 20 Pferde. Wir haben eingestellt Limit bei den Pferden. 20. Ja, super. Ich habe schon 20 Pferde. Wo sind denn die ganzen Pferde jetzt hergekommen? 25 Esel. Also wir sind ja schon am Limit. Das Einzige, was uns wirklich jetzt noch fehlt, sind die 30 Viecher. 5 Schweine, 20 Schafe und 5 Ziegen. Also perfekt. Es fehlen nur noch jetzt hier die Viecher. Das ist erstmal alles. Sehr gut. Das heißt, wir müssten vielleicht nochmal gucken wegen Pflüge. 8, 9 Stück.
dass wir hier nochmal ein bisschen die Limits anpassen. Auf, ja, wobei ich habe hier 15. 15 reicht erstmal. 20 Wägen. 5 Schlitten. Ja, wir kommen hier. Ich bräuchte eigentlich, ich habe hier eingestellt, 46 Einheiten für die Schlitten. Ich habe das Gefühl, für 50% der Erwachsenen. Ich habe das Gefühl, wir kommen hier gar nicht hinterher mit der Produktion momentan. Wir haben ja hier vorne die Schlittenproduktion, Karren- und Pflugproduktion. Und hier vorne nur Kompositbogen und Reuse. Und hier in der Mitte soll ja immer alles produziert werden. Aber ich sehe da schon, also die drei Werkstätten hier, die reichen bei weitem nicht aus. Zumindest müssten sie halt mal voll besetzt sein auch. Das ist ja immer ein großes Problem. Ich hoffe halt immer noch, wir haben jetzt 140 Leute, ne? Ich habe aber das Gefühl, es wird irgendwie nicht besser. Wir gucken jetzt mal, ach, da ist die Ernte schon wieder vorbei. Wollte eigentlich gerade gucken, wie weit wir jetzt kommen, aber wir sind jetzt nur bis hierher gekommen, hier oben. Was auch wieder ein bisschen seltsam ist. Ich habe das Gefühl, wir haben zwar mehr Leute, aber trotzdem bekommen wir nicht mehr an Getreide und Stroh. Oder können zumindest nicht mehr ernten. Du hast noch irgendwas Holzkohle, nehme ich mit. Zinnerz. Brauche ich Zinnerz? Ah, nö. Aber was wir brauchen, ist die Holzkohle. Kommst dafür ein bisschen Getreide, so. Na gut, aber wir sind jetzt doch schneller auf dem Weg Richtung 150 Leute, wie ich ursprünglich dachte. Ehrlicherweise. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir das zu schnell machen. Das heißt, wir werden definitiv in der nächsten Folge in das neue Zeitalter vorpreschen. Wir werden auf alle Fälle noch weitere Häuser bauen. Wir sind jetzt bei 155. 13 zusätzliche Einwohner haben noch Platz, aber ich würde vorsorglich schon weitere Häuser noch bauen. Zwar richtig schöne große Gemeinschaftshäuser hier rein. Ach, der eine Weg ist leider jetzt nicht mehr zu sehen, wo ursprünglich unsere Palisade stand. Bisschen schade, das heißt, wir werden den Platz jetzt hier doch entsprechend nutzen, um dann hier noch Häuser zu platzieren. Ich wollte eigentlich diesen Platz ja freilassen, so als Weg. Aber naja. Vorne, das bleibt frei. Jetzt nochmal 1, 2, 3, 4 Stück. Diese Heuhaufen hier, der passt mir hier nicht so ganz. Wir machen noch ein paar Heuhaufen. Auch wenn die wahrscheinlich alle gar nicht so genutzt werden. Aber wir packen mal mehr hier vorne welche. Vielleicht sind hier vorne einfach auch ein bisschen zu wenig Heuhaufen. Pack noch ein paar Heuhaufen rein. So, hier vorne noch. Ich kann hier noch irgendwo einsetzen. Sehr schön. So. Und dann kommt der zweite Heuhaufen hierher und der wird abgerissen. Einmal die Inhalte leeren und weg damit. So, ist jetzt hier vorne schon wieder gebaut worden? Ja. Ach, Moment, ich habe hier einen Transportposten gebaut und daneben wird der Schlitten abgestellt. Was sind denn das für Zustände hier? Hier ist noch Platz für Stein. Ich glaube, oh, ein Schaf ist verhungert. Moment, habe ich keinen Strom mehr? Oh, hier ist gar nichts. Oh, die kommen gar nicht mehr dazu, die zu füttern. Hier ist überhaupt kein Stroh drin. Eine Auslastung von 100. Was ist denn los mit euch? Esel ist verhungert. Oh, jetzt wird's aber... Jetzt kommt hier wieder Stroh rein. Winter überlebt. Also irgendwie wurde hier kein Stroh eingelagert. Naja, ich hoffe mal, das ist nur ein temporäres Problem gewesen. Liebe Dorfbewohner, so geht das ja nicht. Ich meine, die, ne, kommen schon wieder bald, die reproduzieren sich schon wieder ganz gut. Aber trotzdem ein bisschen komisch hier. So. Hier wurde abgerissen, das passt. Hier werden die Häuser gebaut. Und ich glaube, ja, wir haben noch ein paar Minütchen. Ich glaube, mehr kann ich jetzt nicht mehr organisieren, oder? Ich glaube erstmal nicht. Wir sind bei 142. Wenn wir noch ein bisschen Gas geben und
noch ein bisschen abwarten. Vielleicht schaffen wir es sogar doch noch, dass wir auf die 150 kommen. So, wir haben jetzt zwei rollende Megalithen. Es könnte durchaus sein, dass diese rollenden Megalithen ein bisschen unsere Arbeitskraft in Beschlag nehmen. Aber wie schon des Öfteren angemerkt, dieses Risiko ist sich der Bürgermeister bewusst und er wird es gezielt auch einsetzen. So, jetzt bin ich mal gespannt, wo diese Pflüge dann abgestellt werden, wenn sie fertig sind. Ich hoffe nicht mehr hier vorne. So, Belastung 150, das geht eigentlich. Wir hatten schon wesentlich mehr Belastung. Wir waren schon bei 200 im Frühling. Ah, schön. Guckt euch mal, wie die Felder hier jetzt gepflügt werden. Im Sauseschritt quasi. Naja, mehr oder weniger jetzt. So, neuer Mensch. Ah, 145. Leute, in der nächsten Folge werden wir auf alle Fälle die Eisenkrise auslösen. Beziehungsweise in das neue Zeitalter vorpreschen. Und dann gucken wir mal. Dann schauen wir mal. So, hier ist der ganze Fisch schon wieder weg. Ja, das macht keinen Sinn, dass wir hier zwei Leute einsetzen. Glaub nicht. Der ganze Fisch hier ist schon wieder weg. So, Schweinchen, Zinn, Bronze. Guck mal, ob ich ein bisschen Bronze für Knochen tauschen kann. 112. 112. Ich habe 40 durch die Knochen. 90 durch die Wolle. Und dann bekommst du von mir noch eine Bronzesichel vielleicht. Mal bei 105. Und ein bisschen was zu essen. So, 16 Bronze, perfekt, wunderbar. Also Stroh ist auch noch da. Ah, Essen wird wieder ein bisschen weniger. Da gucken wir mal, wie sich das dann ausgleicht über die Zeit. Und was ich mich immer noch wundere, ist, ob ich nicht doch noch irgendwie Lagerfeuer oder sowas brauche. Wir haben ja hier vorne zwei Lagerfeuer, wir haben hier zwei Lagerfeuer, aber ich glaube, dass die ja jetzt mittlerweile im Haus selbst kochen, ne? Von daher braucht man das wahrscheinlich gar nicht mehr so stark, dieses Lagerfeuer für das Brot. So, hier noch die Häuser, sehr schön. Na gut, dann würde ich mal sagen, ich komme jetzt mal zum Schluss, liebe Leute. Wir sind bei 147. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das jetzt hier in zwei Folgen hinbekommen. Wenn jetzt nicht noch irgendwie großartig Leute wegsterben oder auswandern, was ich mir nicht vorstellen kann, weil es so unfassbar schön ist hier bei uns im Dorf, dann werden wir in der nächsten Folge die Eisenzeit ausrufen und ich hoffe, dass wir dann nicht gleich irgendwie einen Räuberangriff mit gestaltenden, keine Ahnung, Stahlsoldaten bekommen, Eisensoldaten, die uns dann gleich mal alles zerlegen hier. Das wäre natürlich enttäuschend, aber irgendwann muss es einfach mal weitergehen. Wir können ja nicht ewig hier in dieser Bronzezeit verbringen. Ja, eigentlich diese Birne nochmal, ja. Oh, leichte Kleidung fehlt noch. 128, ja, weil wir jetzt hier ganz schön viel Leute gewonnen haben. Das heißt, wir werden mal jetzt hier die Priorität noch hochsetzen. Für die Klamotten. Und zwar für beide. Wir haben Wollstoff ist da. Es fehlt wieder an Leinen. Ich glaube, weil wir nie zum Ernten von Leinen auch kommen. Weil hier vorne die Ernte immer quasi weggelassen wird. Die schaffen wir ja immer nicht. Na gut, aber jetzt sind ein paar mehr Leute da. Dann kann man die auch auf dem Feld einsetzen. Und den Händler gucken wir uns noch ganz kurz an. Kann wieder nicht aufhören hier. Vielleicht hat der ein bisschen Leinen mit dabei. Sehr schön, das nehme ich mit. Ziege, Wollstoff brauchen wir nicht. Für 13 Handelswert. So. Gut, und wir sehen uns in der nächsten Folge und dann geht's in die Eisenzeit.